Sommerbiathlon mit Europameisterin Judith Wagner wird Ihnen präsentiert von der Raiffeisenbank Oberes Gäu. Hallo und willkommen, verehrte Zuschauer, zu den Leibesübungen bei Ihrem regionalen Lieblingssender. Sommerbiathlon, unser Thema. Judith Wagner darf ich begrüßen. Ja, das Aushängeschild, die Athletin schlechthin im Sommerbiathlon. Cross, aber da kommen wir gleich drauf, hier unserer Region, sehr, sehr erfolgreich, auch international. Judith, zunächst mal vielen Dank, dass du Zeit hast. Sommerbiathlon Cross, was heißt es konkret? Ja, ich betreibe Sommerbiathlon Cross. Ist im Unterschied zum Winter, sind wir zu Fuß unterwegs, nicht auf Skiern. Wir haben auch das Gewehr nicht auf dem Rücken, sondern das befindet sich bei uns am Schießstand. Sommerbiathlon an sich ist eine Kombination aus Laufen und Schießen. Das heißt, es geht darum, eine vorgegebene Strecke in möglichst kurzer Zeit zurückzulegen. Diese Strecke wird unterbrochen von Schießeinheiten. Bei den Schießeinheiten muss man sowohl im Liegend- wie auch im Stehendanschlag 5 Ziele mit jeweils einem Schuss beschießen. Und das Ganze ohne Hilfsmittel an den Füßen sozusagen? Genau, wir sind zu Fuß unterwegs. Und groß heißt natürlich dann eventuell auch durch den Wald rauf und runter profiliert. Genau, über Stock und Stein. Über Stock und Stein. So, das war das Intro sozusagen mit der Judith und jetzt gehen wir ins Detail. Jetzt erklären wir Ihnen, wie Sommerbiathlon funktioniert. Unumgänglich für einen erfolgreichen Wettkampf wie auch für eine effektive Trainingseinheit ist das sogenannte Anschießen. Judiths väterlicher Trainer, und das dürfen wir in diesem Fall wörtlich nehmen, hat dabei ein wachsames Auge auf den Verlauf dieser Feinjustierung. Dieter Wagner weiß, auf was es ankommt, legt großen Wert auf akribisch einstudierte Abläufe. Was für uns Laien eher etwas zäh und langwierig daherkommt, ist wie bereits erwähnt die Basis für überdurchschnittliche Leistungen in dieser Sportart. Dann schnelle Schussfolgen, Kleinkaliber, auf die 50 Meter entfernte Klappscheiben. Und die stehen gefühlt doppelt so weit weg. In der Anschussphase geht es eigentlich darum, dass sich der Sportler auf die Lichtverhältnisse, auf die Windverhältnisse einrichten kann. Hier haben wir eigentlich immer das gleiche Licht und die gleichen Windverhältnisse, aber im letzten Training waren wir im Freien draußen, deshalb kann es eine Veränderung geben. Und das haben wir jetzt auch gesehen bei den Anschießen der ersten 5 Schuss. Sie hat die Schüsse nach rechts unten weggeschossen und deshalb hat sie von mir eine Korrektur bekommen, den Diopter um 2 Rasten bei rechts und 2 Rasten bei tief zu verändern, sodass das Zentrum in die Mitte kommt. Deshalb simulieren wir hier im Training eigentlich genau das, was wir in einer Wettkampfsituation auch machen. Der Sportler und der Trainer kommen auf die Anlage und wir testen quasi die Anlage. Das heißt, wir machen das Anschießen vor dem Wettkampf, typischerweise eine halbe Stunde vor dem Wettkampf, weil sich dann die Lichtverhältnisse, die Windverhältnisse nicht mehr so sehr ändern. Dann kann man sich eigentlich optimal einstellen. Das ist eben dann das Anschießen und anschließend geht es nur noch zum Start und ich habe keine Chance mehr als Trainer noch großartig Einwirkungen auf den Sportler zu nehmen. Zwischen den Schlussplatzierungen liegen oft nur Zehntel Sekunden. Heißt also, das Gesamtsystem muss stabil und fehlerfrei funktionieren. Und zwar von Anfang an. Das ist die große Kunst der guten Sportler und das ist auch das, was eben Jahre dauert, bis ein Sportler das wirklich kann. In den ersten Jahren, wenn sich da tatsächlich die Wetterverhältnisse in einem Wettkampf ändern, ist so ein Athlet chancenlos, darauf zu reagieren. Dann muss er über viele Wettkämpfe und über eigentlich viel Training diese Erfahrungen sammeln. Aber wie Sie sagen, sie hat es in der Zwischenzeit nach 12 Jahren geschafft. Als sie angefangen hat, haben die Schießergebnisse auch international sehr schlecht ausgesehen. Da hat sie sehr auf ihre läuferischen Fähigkeiten bauen können. Jetzt in den letzten 3-4 Jahren hat sich einfach ihr schießerisches Niveau auch so gut erhöht, dass er jetzt schießtechnisch auch mit den besten Russen und Tschechen und Ukrainern mithalten kann. Okay, so, jetzt haben wir schon einen Teil mal ein bisschen für unsere Zuschauer vorstellen können. Jetzt kommt ja auch das Thema Athletik, jetzt geht's raus, jetzt macht man sich warm auf der Strecke. Richtig, jetzt müsste ich nur kurz kontrollieren, ob es jetzt besser geworden ist nach Ihrer Korrektur. Wenn das der Fall ist, dann ist das Anschießen abgeschlossen und dann geht sie jetzt raus, macht sich warm und dann kommt die eigentliche Kombination Sommerbiathlon, das heißt Laufen und Schießen. Und da machen wir dann Komplexeinheiten im Training. Das heißt, sie wird hier Runden,
typischerweise 200-300 Meter in Höchsttempo laufen, ja, dann hier mit einem sehr hohen Puls ankommen und dann versuchen, die Glaubscheiben zu treffen. Nun also zu ihrer Schokoladenseite, wie es Judith ausdrücken würde. Das Laufen, locker laufen, für sie also kein Stress. Also zu dem Komplextraining kommen natürlich noch Laufeinheiten. Ich absolviere wöchentlich 5 bis 6 reine Laufeinheiten. Das entspricht dann eben dem Training von einem Mittellangstreckenläufer von der Leichtathletik. Es gibt nur ganz wenige Athletinnen in der Region, die auf der Lang- bzw. Mitteldistanz schneller sind als Judith Wagner. Mehrfach hat sie bereits den VR Cup gewonnen. Bei den Läufen im Sendegebiet sieht man sie regelmäßig auf dem Treppchen. Talent gepaart mit viel Trainingsfleiß machen 10.000 Meter Zeiten weit unter 40 Minuten wahr. Wie gesagt, nur wenige reine Leichtathleten in den entsprechenden Laufdisziplinen können da noch mithalten. Bewundernswert, maximale Leistung, das alles mit viel Eleganz. Kommen wir also zum letzten Teil der Exkursion, Sommerbiathlon Cross. Die Symbiose aus 5 Kilometer Laufen und 4x Schießen. Das Ganze auf höchstem Niveau. Also eine Komplexeinheit, bei uns heißt es Komplextraining, das heißt eben diese Kombination aus Laufen und Schießen. Wenn wir so ein Training absolvieren, dauert es in der Regel 1,5 bis 2 Stunden. Und je nachdem gibt es manchmal auch witterungsbedingt vielleicht eine längere Schießphase oder sagt man, ne, völlig egal, das wird durchgezogen bei Wind und Wetter? Also im Sommer ziehen wir das eigentlich trotz schlechtem Wetter durch. Im Winter ist es so, dass wir in der Regel von Dezember bis März reines Schießen trainieren. Das heißt, da wird dann wirklich nur am Schießen, am Anschlag gearbeitet. Also bei uns ist es in der Regel so, dass wir am ersten Tag mit einem Sprintwettkampf starten. Da muss man dann 2x schießen, einmal liegend und einmal stehend schießen. Und am Folgetag ist dann entweder der Massenstart oder eben die Verfolgung, wo man mit dem Rückstand vom Vortag startet. Und von den Laufeinheiten, dass wir da ein bisschen eine Vorstellung haben, 1 Kilometer, 2 Kilometer, wie sieht das aus? Also wir Damen dürfen pro Runde 1 Kilometer laufen, bei den Herren ist es ein bisschen länger. Das sind dann grob 1,2 Kilometer pro Runde. Die Bilder sprechen für sich. Raus aus dem Keller, rein in den Keller. Der Puls tanzt unter der Schädeldecke. Puls 180, runterkommen, schnell runterkommen. Die richtige Atemtechnik, volle Konzentration auf die Scheibe. Dann wie ein Uhrwerk die 5er-Salve abfeuern. Ohne Nachladen, versteht sich. Auch stehend kein Problem. Liegend auch keine Hürde, Judith beherrscht beide Anschlagsvarianten perfekt. Schauen Sie auf die Klappscheiben, besser geht's nicht. Arbeitsgerät wieder sicher abgestellt, die nächste Runde wartet. Die bisherigen Erfolge von Judith aufzuzählen, würden die zeitlichen Möglichkeiten unseres Sportmagazins sprengen. Trotz des sportlichen Ruhms hat sie dennoch nicht vergessen, sich bei vielen Helfern zu bedanken. Ja, auf jeden Fall. Also zum einen natürlich meinem örtlichen Sponsor, der Gemeinde und dem Verein an sich. Beispielsweise nach meinem Sieg bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr haben sie mir hier einen ganz tollen Empfang bereitet. Das ist natürlich toll. Mhm. Empfang heißt denn, was haben die sich überlegt? Ja, ich wurde im Rolls-Royce durch Starzach gefahren und habe dann im Bürgerhaus einen tollen Empfang bekommen mit Blasmusik und allem, was man sich so vorstellt. Eine faszinierend spannende Sportart durften wir kennenlernen. Wie so oft gibt es allerdings bei Verbänden und Funktionären einige Grabenkämpfe. EM ist deshalb nicht. Judith erklärt, warum.
Also dieses Jahr ist leider so, dass wir keine Europameisterschaft haben. Das heißt, mein großes Ziel ist natürlich, bei den Europacups wieder ganz vorne mit dabei zu sein und natürlich meine Titel bei der deutschen Meisterschaft zu verteidigen. Ja, da gibt es im Moment einen kleinen Disput mit dem Dachverband der IBU, die eher den Winterbiathlon fördern wollen als den Sommerbiathlon. Wir dürfen uns schon mal bei Judith und Dieter Wagner für die aufschlussreichen Erkenntnisse und Einsichten bedanken. Ganz wichtig war den beiden allerdings noch eine besondere Botschaft für den kommenden Sonntag, den 27. April. Ihnen, liebe Sportfreunde, schon mal ein schönes Wochenende. Ja, wir veranstalten Ende April unseren ersten Sommerbiathlon-Wettkampf hier in Stadtsach, einfach um auch ein bisschen der Region zu zeigen, wie denn eigentlich Sommerbiathlon funktioniert, wie so ein Wettkampf bei uns aussieht. Konkret, Dieter, heißt es, welche Strecken, welche Distanzen, welche Wettkampfformate? Also die Wettkampfformate sind eigentlich die, die wir jetzt hier auch in diesem Kleinkaliber 50 Meter Distanz sehen, aber es wird ein Luftgewehrformat sein. Es wird Sprintwettkämpfe im Team geben. Das heißt, zwei Athleten zusammen werden immer ein Team bilden und die werden jeweils einmal stehend, einmal liegend schießen auf Luftgewehr-Biathlon-Ziele. Und die Distanzen werden wesentlich kürzer sein, um den Zuschauern einfach mehr Action im Schießstand bieten zu können. Die Wettkämpfe beginnen morgens um 9 Uhr. Die Finals werden mittags um 15 Uhr sein. Es gibt eben zwei Wettkampfformen. Die eine ist wirklich gedacht für die Sommerbiathleten, die auch mit Sommerbiathlon-Gewehren schießen können. Die zweite Form ist ein Jedermann-Biathlon. Da kann tatsächlich jeder, der Lust hat und sich Laufschuhe anziehen mag, teilnehmen. Der hat da zwischen den Schießeinlagen eben 100 bis 200 Meter zu laufen. Das packt eigentlich fast jeder. Und die Judith, eine Athletin zum Anfassen und zum Kennenlernen auch an diesem Tag, darf man einfach mal fragen, wenn man ein paar Tipps braucht oder Freude an der Sportart vielleicht entwickeln kann, gerne auf dich zukommen. Gerne, jederzeit. Sommerbiathlon mit Europameisterin Judith Wagner wurde Ihnen präsentiert von der Raiffeisenbank Oberes Gäu.